Hast du dieses Jahr schon Blut gespendet? Dann bist du dabei bis vor kurzem vielleicht noch auf eine sehr persönliche Frage nach deiner sexuellen Orientierung gestoßen. Seit Ende August gibt es eine geänderte Blutspenderichtlinie der Bundesärztekammer. So sollen ab sofort mehr Menschen in Deutschland Blut spenden dürfen, ohne dabei diskriminiert zu werden. Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben, durften lange Zeit überhaupt nicht spenden. Die bisher bestehende Diskriminierung von schwulen und bisexuellen sowie transgeschlechtlichen Menschen wurde in der Vergangenheit allerdings immer häufiger kritisiert. Ursprünglich stammen die Einschränkungen noch aus der Zeit der AIDS-Krise. Im März diesen Jahres beschloss das Parlament, dass dieser Ausschluss eine Diskriminierung von homosexuellen Männern sei. Das bedeutet nun, wer Blut spenden will, wird nicht mehr nach der sexuellen Orientierung, sondern nach der Anzahl der Sexualpartner und Sexualpartnerinnen befragt. Ebenso gibt es laut Bundesärztekammer Fragen zur Sexualpraxis. Mit der Gesetzesänderung wurden auch die Höchstaltersgrenzen, die bislang für eine Blutspende galten, aufgehoben.